Thema ist im Prinzip ein Pflanzenbewässerungscontroller, der quasi im Mannheimer Club so designt und gebaut wurde. Genau, die originale Anforderung war eigentlich so das Thema, nicht Zoom. Die originale Anforderung war eigentlich so das Thema, warum? Warum hat sich jetzt diesen Sommer noch viel stärker, also das ganze Projekt ist vor 2 Jahren gestartet, dieser Sommer war dann so die Generalprobe, dass es auch wirklich läuft. Wenn man mal irgendwie so 2 Wochen unterwegs sein will oder sowas oder und dann irgendwelche Pflanzen hat, wie irgendwelche Tomaten tatsächlich, die wollen halt doch relativ regelmäßig gegossen werden, gerade wenn es über 30 Grad sind, fressen die auch echt viel Wasser. Und man möchte irgendwie ja nicht irgendwelche Pflanzen anziehen oder sonst was und dann wiederkommen zum Haufen toten Zeug. Das heißt so, die pragmatische Idee, das ist doch bestimmt einfach zu automatisieren. Das ist auch einfach zu automatisieren, wenn man dreistellig Geld höher ausgibt für das Gardena-System. Was? Nein. Außerdem hat es dann noch einen Cloud-Anschluss und so weiter. Das heißt so, die Idee war, da muss irgendwie was Besseres her, was nicht mit irgendwelchen komischen Clouds funktioniert und wo man versteht, wie es läuft und idealerweise auch nicht super teuer ist. Nein, also jetzt wo es fast 40 Grad war bei mir auf dem Balkon, sind locker 3 Liter einfach verdunstet, bevor die Pflanze sie überhaupt gesehen hat. Also, allerdings, ich habe noch durchaus am Tag, also ich habe 70 Liter die Woche verbraucht für den Balkon. Kommt auch gleich noch ein Bild irgendwo zwischen. Das ist dann so auch der Moment, wo Gießkannen nur noch begrenzt Spaß machen. Genau. So, vielleicht kurz vorweggegriffen, nicht den. Hopp. Den anderen Tab hier, dass man einmal so sieht, was das Ganze ist. Also, das ist jetzt mein Balkon, da hat man halt von diesen Kästen so irgendwie 6 Stück und dann noch so ein bisschen Kleinkram rumstehen. Genau, man erkennt auch gleich noch eine weitere Limitation, die da war. Es gibt keinen Strom auf dem Balkon und man kann halt auch nicht einfach mal eine Steckdose durch eine Wand bohren. Man hätte jetzt wahrscheinlich irgendwo durch eine Dichtung ein Kabel legen können oder so, aber man kann natürlich auch eine Solarzelle nehmen. Die war ursprünglich auch wesentlich kleiner geplant, das ist dann etwas eskaliert, weil ich festgestellt habe, wie günstig eigentlich Solarzellen sind. Also ein Zehntel so groß wäre wahrscheinlich ausreichend. Ja, das ist eine 50 Watt Solarzelle. Halt irgendwie so ein Block, 30 Euro. Das war so der Punkt, wo ich so dachte, so, oder ich nehme die größere und brauche nie wieder drüber nachdenken. Netter Nebeneffekt ist, die Dinger sind überraschend stabil. Man kann die wunderbar benutzen, wenn man von unten irgendwelche Sachen hochreicht, die einfach als Tisch zu benutzen. Ist auch groß genug, dass dann immer noch genug Strom übrig bleibt. Ja. Genau. So, dann kam so die Idee, okay, wir basteln eigene Hardware, weil Gardena ist so teuer und so teuer, schlimm kann das ja alles nicht werden. Das heißt, die erste Idee war so ein bisschen, gut, wir nehmen irgendwas, was man kennt, wir nehmen so ein fertiges ESP-Modul, das hat schon mal WLAN drin, und dann bauen wir ein bisschen Sachen drumherum, dass das den Rest kann. Das ist dann quasi die erste Platinenversion hier gewesen. Hopp, so passt dort. 206 Nein, 12.06, das ist die Bauteilgröße für SMD. Amerikanischen Gummipunkten. Das ist quasi, wenn man darauf achtet, über die Revision werden es mehr und kleinere Bauteile aus Gründen. Die erste Idee war halt einfach, oben kommt so eine simple Lithiumzelle hin, so eine Rundzelle, dann der ESP, irgendein fertiger Spannungswandler von AliExpress für die 12 Volt, die man braucht für die Pumpen. Und dann halt unten einfach quasi ein paar MOSFETs und ein paar Stecker, wo halt so diese Feuchtigkeitssensoren, die man kaufen kann, reingesteckt werden können und ein paar Pumpen, die dann alle im Tank liegen. Also diese ganz kleinen, simplen 12-Volt-Pumpen, wo man einfach einen Schlauch draufsteckt und Tauchpumpe. Das war so die erste Revision. Ist es nicht bei der ersten Revision geblieben? Sie hatte minimale Fehler im Design, die man dann so rausgefunden hat. Wie man braucht noch ein paar Widerstände mehr und was sich auch noch sehr schnell herausgestellt hat, die Standard-ESP-Boards haben alle einen ziemlich billigen Spannungswandler drauf. Der frisst 10 Milliampere zur Spannungsstabilisierung ohne irgendeine Last. Das ist, wenn man solarbetrieben ist und über Nacht laufen will, dann doch irgendwie mittelmäßig. Deswegen ist da noch ein Spannungswandler reingekommen. Hier oben der kleine ist ein etwas höherwertiger. Der frisst halt jetzt irgendwo im Mikroampere-Bereich im Leerlauf. Ja, macht einen Unterschied. Dann haben wir festgestellt, dass das Board selber mit dem ESP-Board eigentlich auch nicht so toll ist, weil da ist alles Mögliche drauf, was wir gar nicht brauchen.
Genau, hier sind wir noch eine Revision weiter. Das erste, was passiert, ist, der 12-Volt-Spannungswandler ist erstmal on board gewandert und es gibt eine Sicherung. So ein kleiner Lithium-Akku kann überraschend viel Strom liefern, wenn man Mist baut, während das Ding angeschaltet ist. Man will Sicherung haben. Es war die Erkenntnis. Hier sind auch die Bauteile schon ein bisschen kleiner geworden, aber es hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel geändert und wir haben festgestellt, wir brauchen vielleicht auch einen Entladeschutz, dass der Akku nicht gekillt wird und ähnliches. Also ein bisschen Kleinfutter hier oben überall zwischen. Ja, das ist dann weitergegangen. Die Spule war übrigens zu klein von dem Spannungswandler und es müssen Kondensatoren drauf, weil sonst hat er nicht genug Strom sauber für die Pumpen lieferbar. Und so ein paar andere kleine Fehler. Das war so der Zeitpunkt, wo wir dann das erste Mal eine Firmware auch hatten, die halbwegs sinnvoll was gemacht hat. Im Prinzip ist die Idee, der ESP ist die gesamte Zeit im Deep Sleep. Der wacht alle 20 Minuten kurz auf, misst einmal alle Sensoren durch, verbindet sich einmal zum WLAN, droppt seine Sensorwerte ab und guckt in der Config nach, die er lokal im Flash hat, ob irgendwas bewässert werden muss, also man über irgendwelche Grenzwerte ist. Genau. Damals. Ja, es gibt fertig so kleine Module mit einem Solar-Ladeschip drauf, die halt dafür einfach fertig funktionieren. Also man hat hier rechts so einen kleinen Viererport, da kann man das einfach reinstecken und das macht dann Lade-Endabschaltung und 4,2 Volt Ladestrom. Genau. Genau. In der Version. Das Ganze wird dann noch ein bisschen wie immer komplizierter, weil da kommen dann Details zu. aber noch nicht. Hier war dann der nächste Schritt. Okay, das ESP-Modul hat eigentlich total viel Zeug drauf, was wir nicht brauchen. Dazu kommt, wir haben festgestellt, wir haben die Firmware auf Homey basierend aufgebaut. Homey hat die nette Eigenschaft, man kann über MQTT eine neue Firmware flashen. Das heißt, man braucht auch nicht einen USB-Stecker, außerdem ist es sehr unpraktisch, ständig rauszulaufen. Von daher ist hier quasi alles weggekürzt worden, außer RXTX und ein Ground-Pin, dass man notfalls noch die Firmware direkt drauf flashen kann. Und dann quasi der ESP sitzt direkt drauf und hier unten quasi der Reset- und der Boot-Modus-Schalter. Und der Spannungswandler ist da auch hingewandert. Neu hinzukommen ist ein One-Wire-Bus, weil wenn man schon mal so ein ESP laufen hat, kann man ja auch noch die Temperatur messen, wenn man schon dabei ist. Und neu hinzugekommen ist, dass sich das mal jemand bei uns im Club angeguckt hat, der ein bisschen Ahnung davon hat und gemeint hat, wir brauchen ESD-Protection, weil wir absolut nichts gegen statische Aufladungsschutz machen. Und das bräuchten wir, wenn wir draußen sind, wenn man da im Sommer gemütlich langläuft und irgendwas anpackt. Hat er auch recht gehabt mit, hatte ich jetzt den Sommer ein paar Mal, dass man irgendwie so irgendeine Pumpe oder irgendwas anfasst und erstmal so einen Zentimeter Funken rüberballert. Und das, was er da reingesandt hat mit den ganzen Schutzdioden, hat funktioniert, es ist nichts gestorben. Also hat alles überlebt, ist noch nicht mal neu gebootet. Muss man sagen, gute Arbeit. Statische Aufladung, wenn du statisch geladen bist und das Ding anpackst und das hat relativ große Erdung, dann hast du das Problem. Und die andere Sache, die gemein ist, du hast eine Pumpe, die hat Spulen drinne. In dem Moment, wo du die Zuführung stoppst, schießt die Restenergie die Spannung nach oben, wenn du keinen Verbraucher dran hast. Richtig, was wir gefunden haben, was ganz nett ist, es gibt dreibeinige Dioden, das sind einfach nur zwei Dioden am Stück. Vorteil der Sache ist, man kann sie nicht falsch rum einlöten. Und anderer Vorteil ist, man kann halt direkt Richtung Ground und Richtung Versorgungsspannung absichern. Das heißt, die Spannung bleibt immer zwischen Ground und Versorgungsspannung und man hat das Problem gelöst. Ja, und die Sicherung wurde ein bisschen kleiner. Wir haben wofür meinst du jetzt den Widerstand? Doch, das wird einfach direkt durch die Diode auf Ground entladen. Also die können Dauerlast tatsächlich nur irgendwie 40 Milliampere, die können aber Pulslasten relativ gut. Und tatsächlich, die statische Aufladung hat fast keinen Strom hinter. Das ist ja nur eine sehr hohe Spannung. Also da reicht überraschend wenig aus. Ja, und die Bauteile sind halt ein bisschen kleiner geworden, weil es auch ein bisschen mehr geworden sind irgendwie. Was auf der Ebene dazu kam, ist hier oben dieser kleine Chip. Wir haben festgestellt, wir haben ja den One-Wire-Bus und wir hatten dann irgendwann so eine Frage, wie viel Strom haben wir eigentlich im Akku, weil bislang, wie du schon bemerkt hast, komplett getrennt. Der ESP hat nichts von gesehen. Wir haben festgestellt, es gibt so einen kleinen Chip, der quasi 20 mal die Sekunde Strom misst, wenn man Schaltwiderstand einlötet und dann aufaggregiert, was man grob für wie viele Wattstunden man im Akku hat und so.
Der kam dann hinzu. Netter Nebenpunkt, der hat noch einen freien Analogeingang dran. Das heißt, wir können jetzt auch noch die Spannung von den Solarzellen bzw. vom Akku messen. Das Projekt hat leichten Feature-Creep, wie man merkt. Der wird auch nicht besser. Ja. Das war so auch der Zeitpunkt, wo wir festgestellt haben, dass diese ganz billigen kapazitiven Sensoren original nicht so richtig gut sind. Da gibt es im Internet eine Umbauanleitung, wie man die umbaut, dass sie stattdessen einen Frequenzausgang geben, statt ein Analogsignal. Dann sind sie etwas besser. Was kam als nächstes rein? Ich hatte schon erwähnt, wir haben festgestellt, dass wir mehr Elcos brauchten. Jetzt kommen die Elcos hinzu. Sehr viele. Jede Spannung hat jetzt eine ordentliche Stabilisierung bekommen. Seitdem läuft das Ding auch zuverlässig und stürzt nicht mehr irgendwie abrennend. Das Board sieht ein bisschen ja, abgeranzt aus, weil so ein ESP kostet halt auch 2-3 Euro, den recycelt man, wenn man irgendwie abgefüllt kriegt. Ah, genau. Tanksensor. Wir haben einen Wassertank. Die Pumpen, die klassischen, mögen es nicht, wenn sie leer sind. Weil sie trocken laufen, dann gehen die Lager kaputt. Beziehungsweise sie sind effektiv sind zwei Plastikteile, die gelagert sind, weil ein bisschen Wasser dazwischen ist. Das heißt, die erste Idee war, wir nehmen einen Hall-Sensor. Stellt sich raus, Hall in einem geschlossenen Tank funktioniert so bis gar nicht gut. Die nächste Idee ist einfach ein Styropor- und Holzschwimmer und einen 1-Pixel-LiDAR-Sensor. Die gibt es als fertigen Chip zu kaufen. Update, was hier noch nicht drin ist seitdem, der funktioniert nicht mehr, der mag Kondenswasser nicht. Ich bin jetzt dabei, gerade einfach einen Tanksensor so mit Schwimmern zu bauen. Also gibt es, aber die haben wieder das Problem mit der Tankgeometrie. Dass wenn du gerade reinkriegst, kriegst du irgendwelche lustigen Echo- und Überlappeffekte. Das ist. Die ist größer. Und die ist wahrscheinlich genau darauf ausgelegt, dass die Sensoren mitlaufen. Also, oder hat funktioniert? Dann Glück gehabt. Nee, was ich jetzt wahrscheinlich machen werde, ist einfach ganz pragmatisch. Es gibt kleine Schalter mit einem Schwimmer dran für irgendwo einstellig Euro und darf man einfach zwei, drei reinsetzen und fertig sagen, weil im Prinzip interessiert mich eh nur, wenn ich Wasser nachfüllen muss. Ich habe 70 Liter Tank auf dem Balkon stehen. Aufwärts. Ja, technisch schon. Die Frage ist jetzt noch, wie ich sie angeschlossen kriege. Also Gewicht wäre auch noch eine Option, die man hat. Habe ich jetzt noch nicht verfolgt. Klingt aber jetzt auch erstmal nicht falsch. Kann man auch versuchen. Das riesige Problem daran ist das Problem, was wir schon in den Blumentöpfen haben. Salzgehalt und sowas ändert die Leitfähigkeit vom Wasser. Was es halt gibt, wenn man wirklich Geld ausgeben will, ist die professionellere Lösung. Du hast effektiv einen schwimmenden Hohlkörper auf einer Stange sitzend. Es sind magnetisch gekoppelt innen drin mit einfach mehr oder weniger einer riesigen Version von so einem DJ-Pult Podi. Das ist dann die ganz brachiale Variante, aber das Ding kostet halt schon wieder 50 Euro und das sehe ich nicht ein. Ja, das ist nächster Feature-Creep. Die Idee war dann auch irgendwann, was ist eigentlich, wenn wir den Verbrauch von den Pumpen messen? Das ist die Version, die auch gerade bei mir noch draußen am Leben ist. Wir haben in dieser Version in weiser Voraussicht hier einen Extension-Header vorgesehen, der zwei Pins hat, die man quasi mit MOSFET-Logik gesteuert hat, wo man über diese Lötpads alle verschiedenen Versorgungsspannungen, die wir haben, drauflegen kann. Also 12 Volt Akku oder Solarzelle oder was auch immer man gerade braucht. Und wir haben zwei komplette General I/O-Pins durchgeleitet, nur mit quasi ESD-Schutz. Ja, ermöglicht jetzt halt, dass man zum Beispiel einen Durchflusssensor draufsetzt. Da kommen wir leider direkt schon wieder in den Bereich mit Mathe und ich. Ist nicht der beste Freund. Es hat sehr lange gebraucht, bis es halbwegs sinnvolle Werte liefert. Ich weiß immer noch nicht, wie vertrauenswürdig sie sind. Also die Genauigkeit, die es haben müsste, hat es definitiv nicht. Ich glaube, da ist immer noch ein Fehler in der Formel. Ja, ich habe das ganze Thema jetzt pragmatisch gelöst. Das ist mein jetziger Aufbau. Ich habe jetzt eine zentrale Pumpe, und zwar eine Membranpumpe, die kann nämlich einfach trocken laufen, dann pumpt sie Luft und das ist der vollkommen egal. Und habe da stattdessen hier eine Packung Magnetventile dran gehangen.
und einen Verteilerblock quasi. Das heißt, ich habe eine Pumpe, die einfach Wasser pumpt und die Magnete entscheiden, wo es hingeht. Und damit habe ich das Problem sauber umgangen, weil notfalls pumpt das Ding halt mal ein paar Tage leer. Tut mir den Pflanzen nicht gut, aber schadet der Pumpe erstmal nicht. Ja. Hopp. Geht dann noch ein Stückchen weiter. Wenn man das schon hat, denkt man so, okay, man ist jetzt auf dem Balkon, man hat Strom, man hat einen Akku. Warum eigentlich nicht noch irgendwie so eine kleine Lichterkette oder sowas in die Blumen reinwerfen? Ja. Long story short, der ESP hat lustigerweise einen dritten CPU-Kern, den die meisten nicht kennen. Einen Ultra-Low-Power-Kern, der irgendwo mit Mikroampere-Bereich läuft und fast so schnell ist wie ein Arduino, aber nur ein Assembler programmiert werden kann. Der macht jetzt ein PWM für die Beleuchtung. Ja. Das haben wir. Genau, was hat man so gelernt? Man muss Datenblätter lesen. Man sollte sie auch sehr genau lesen, weil häufig steht im Nebensatz irgendwas ganz Gemeines, wie warum das Bauteil plötzlich doch nicht geeignet ist oder ähnliche Witze. Wenn man sich an diese Datenblätter hält, funktionieren überraschend viele Sachen auf Anhieb. Also ist zweiseitig. Häufig hat man bei den besseren Bauteilen eine Referenzschaltung drin und wenn man die einfach eins zu eins übernimmt, nach KiCad in dem Fall, funktioniert die auch tatsächlich so wie beschrieben. Und man dann nicht versucht, irgendwie ein paar Bauteile noch rauszusparen, weil man sich irgendwie fragt, der ESP kommt mit in seiner Referenzschaltung mit irgendwie fünf Kondensatoren und der Spannungswandler auch und dann hat man halt 10 drauf. Die Dinger kosten halt unter einen Cent von den kleinen Keramikteilen. Ja. Auch lustig, es gibt Hardware-Bugs bei ESPs in verschiedenen Revisionen. Und wenn man die günstigster Händler eBay kauft, dann ist es random, welche Revision man kriegt. Da will man drauf achten. Da stehen teilweise Workarounds in Software und sowas drin. Also die Dinger werden auch mittlerweile kompliziert. Auch eine Kleinigkeit ist, der ESP32 hat mittlerweile FreeRTOS drauf. Also sprich, man hat ein Mini-Betriebssystem mitlaufen. Was man ja auch nicht unbedingt von Mikrocontrollern erwartet, wenn man so aus der Arduino-Ecke kommt. Tja, was haben wir noch? MOSFETs waren ganz nett. Irgendwann lernt man dann auch, wie MOSFETs funktionieren. Das würde jetzt auch, glaube ich, nicht in den Rahmen passen. Genauso mit den Kondensatoren und der Stabilisierung. Das hatte ich schon erwähnt. Die kleinen ESD-Dioden, die ganz praktisch sind. Ja, und das war eigentlich auch so der Kernteil. Habt ihr noch Fragen? Gar nicht. Also, was ist, die sind lackiert und die gesamte Schaltung oben ist in Epoxy eingegossen. Und die Abnutzung bei den Kapazitiven habe ich jetzt nicht wahrgenommen, wenn man sie lackiert. Relevant. Ich habe jetzt derzeit bei mir im Einsatz auch resistive, also einfach die zwei Metallstäbe. Der riesige Vorteil ist, der gesamte Sensorstrom ist bei uns alle 20 Minuten für ein, zwei Sekunden nur da. Das heißt, die laufen nicht dauerhaft. Das heißt, die Alterung, die man sonst in der Woche haben wir halt in 2 Jahren vielleicht von der Betriebsdauer. Und damit ist das Problem, kommen halt andere Effekte, sind da viel signifikanter, wie wenn eine Spinne irgendwie ein Nest drum baut oder sowas. Passiert. Ja, wenn man die Sensoren dauerhaft befeuert, altern die extrem schnell, weil du Elektrolyse auf den gesamten Kontakten und Flächen und allem anderen kriegst. Und die Kapazitiven haben die zusätzliche Eigenschaft, dadurch, dass es eine Platine ist, wenn man die nicht versiegelt, zieht Wasser rein in die Platinenschichten. Das ist ja im Prinzip Presspapier mehr oder weniger mit ein bisschen Harz drin. Spätestens beim ersten Mal Frost sind sie dann endgültig kaputt, wenn nicht schon vorher. Die günstigen sind so Pertinax-Level. Das sind 5 Lagen Papier, also. Ja, also die sind beeindruckend interessant, wie günstig man Platinen fertigen kann, aber tatsächlich selbst wenn du die Fiberglasplatine hast, hättest du dasselbe Problem. Wenn da irgendwie Feuchtigkeit reinkommt, hast du verloren. Und da die Platinen ja am Rand gecuttet sind, mit einer CNC, ist halt das riesige Problem, da die haben eine offene Kante. Wenn man die versiegelt mit Lack oder so, geht das halt ganz okay. Ja. Ich habe die jetzt alle bei JSC PCB bestellen lassen. Relevanter Punkt ist, weswegen auch die Bauteile kleiner wurden, die Platinen sind alle unter 10x10 Zentimeter, weil dann ist man in dem günstigsten quasi Verschnittsegment. Also sprich, irgendwer macht eine echte Bestellung und du kriegst den Verschnittrest, wo deine Platine drauf kommt. Dann ist man tatsächlich bei 5 Platinen irgendwie für 2 Euro und dann nochmal irgendwie 7 Euro Versand drauf.
Also, das war so der Moment, wo dann auch die Erkenntnis war, eigentlich können wir im Club mal die ganzen alten Säure- und Ätz-Sachen wegtun, weil für den Preis kriegst du noch nicht mal den Rohling hier in Deutschland mehr. Insbesondere wenn der einzige Zulieferer Konrad war, so in der Nähe. Und man hat halt Beschriftung drauf, sie sind vernünftig durchkontaktiert und ähnliches. Also ist halt dann ein bisschen besser, wenn man mehr wie einen im Einsatz hat. Also ich habe zwei im Einsatz, ein Freund hat noch eine und ein anderer baut gerade auch welche von denen auf. Von daher geht das dann. Ist halt doof für die ersten Revisionen, muss man einfach so sagen. JLC PCB. Die haben auch angeschlossen noch einen quasi chinesischen Reichelt, wo man dann die gefälschten Bauteile mit dem Originaldatenblatt kriegt. Also, nee, das ist ganz praktisch. Wenn man zum Beispiel nicht bereit ist, die originalen Dallas One-Wire-Sensoren zu kaufen, kriegt man dort die Fälschung, aber auch mit dem für die Fälschung passenden Datenblatt. Sprich, da stehen dann alle komischen Sachen drin, die man sonst rausfinden darf, was nicht sauber funktioniert. Oder auch das günstigste Sortiment von Widerständen hat keine Bedruckung. Da steht gar nichts mehr drauf, weil man kann sich den Arbeitsschritt natürlich auch sparen, ne? Also es ist, man hat halt die ganzen interessanten Firmen, von denen man noch nie gehört hat, die Sachen liefern, die man sonst irgendwo in den Tiefen von Consumer-Elektronik findet. Ja. Das ist 2 Wochen, also das kann man echt nicht sagen. Nee, was die machen, die packen quasi 40, 50 Lieferungen zusammen in DHL-Paket, verschicken das irgendwo in die Gegend von Düsseldorf und da wird es dann in kleinere lokale Warensendungen weiterverpackt. Das machen aber inzwischen auch die meisten anderen chinesischen Händler Sachen. Ja. Was noch so festgestellt war, Platinen will man eigentlich mit Lötpaste machen. Dafür ist es sehr praktisch, wenn man einen Lötofen hat. Das war dann so ein Seitenprojekt. Es ist ein umgebauter Pizzaofen. Also man kann auf überraschend vielen Sachen eigentlich mit Paste löten, falls ihr das jemals machen müsst. Ihr braucht nur irgendwas, was man ansatzweise grob regeln kann. Also ich habe auch schon Leute gesehen, die ein umgedrehtes Bügeleisen benutzt haben und ähnliches. Das geht alles. Gerade wenn man die Niedertemperatur-Lötpaste nimmt, die sind halt bei 140 Grad, da ist das alles halbwegs unkritisch. Vorteil der Sache ist, es ist viel weniger Aufwand. Und ein ESP wird auch schwer ohne zu löten, weil der halt unten drunter seine Kühlfläche hat in der Mitte. Joa. Und da die Frage war, das hier ist dieser Solarwandler übrigens. Auf der einen Seite kommt eine Solarzelle dran. Und unten hat er halt quasi einmal Solarstrom und Batterie raus und rechts auch nochmal irgendwie, ja, komisches Layout, aber ist günstig und funktioniert okay. Nein, die kosten nämlich tatsächlich Geld. Wir haben stattdessen dieses lustige Gerät uns irgendwann organisiert. Also am Anfang sah das so aus, du nimmst die Spritze und hast einfach ein Stück Plastik und drückst halt von Hand. Das ist dann irgendwann ausgewechselt worden durch ein 3D-Projekt, dass man einen kleinen Hebel hat. Also so ähnlich wie so eine Silikonkartusche von der Funktionsweise. Und inzwischen haben wir einen kleinen Mini-Kompressor mit Paste-Extruder quasi. Also man kann ja den groben Timer einstellen mit der Fußtaste und dann macht das jeweils einen kurzen Druckluftimpuls in die Spritze rein. Mit dem Ding ist man, wenn man ein bisschen übt, auch tatsächlich beeindruckend schnell. Also man kriegt da irgendwie so 1 bis 2 Lötflächen die Sekunde hin mit Paste. Bei Stencil kostet halt einfach fast das Doppelte von der Platine. Das lohnt sich sicherlich, wenn man irgendwie mal 50 Stück oder so macht, aber es lohnt sich halt einfach nicht, wenn man potenziell nur eine braucht, wenn man einen Fehler feststellt. Liefern die zumindest nicht. Also das Billigste, was die machen, ist irgendwie so ein komisches chinesisches Metall. Ich weiß nicht, was es genau ist. Es ist günstig, also es ist unspezifiziert. Die funktionieren auch eigentlich gar nicht schlecht, so Stencils, wenn man das dann rüber spachtelt, aber macht halt erst Sinn für größere Mengen. Da kommt man dann aber auch ruckzuck in den Bereich rein. Sie können auch für dich bestücken, wenn du nur SMD-Bauteile benutzt. Und die Gebühren kosten halt ungefähr das, was das Warenhaus für die Bauteile kostet, plus irgendwie 3 € Rüstgebühr pro Bauteiltyp und dann irgendwie 2-3 Cent pro Bauteil einzeln. Das heißt, wenn man wirklich irgendwie 50 Platinen braucht, kommt man ruckzuck in den Bereich, wo es irgendwie auch schon sehr attraktiv ist, bestücken zu lassen. Ja, das wär's. Sonst noch irgendwelche Fragen dazu? Sonst würde ich jetzt beenden. Dann beende ich.